Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Nicht nur über Sebastian Kurz scheiden sich die Geister, mittlerweile scheiden sich auch die Geister, was das Urteil gegen ihn betrifft. Und auch unter Anwälten gibt es da ziemlich unterschiedliche Meinungen. Wie er das sieht, möchte ich jetzt den bekannten Anwalt Gabi Lanski fragen, den ich jetzt per Zuschaltung begrüßen darf. Hallo. Servus, Isabel. Wie schaut denn, also es heißt immer ein Urteil oder eine Frage, zwei Anwälte, fünf verschiedene Meinungen. Da hat man gerade beim Fall Sebastian Kurz schon länger den Eindruck, aber seit es das Urteil, nämlich Schuldspruch mit, also nicht rechtskräftiger Schuldspruch, 8 Monate quasi bedingte Haft, 2 Freisprüche, den Eindruck, dass es erst recht sehr auseinandergeht. Gabi Lanski, was ist Ihr Urteil? Urteile sind nicht meine Aufgabe. Urteil meine ich. Ich möchte vorausschicken, erstens einmal haben wir alle keine Glaskugel und können daher nur nachdenken laut über mögliche Entwicklungen. Dann gibt es zwar eine sehr ausführliche Urteilsbegründung des Richters, aber es gibt noch keine schriftliche Ausfertigung dieses Urteils. Und wenn es die dann geben wird, weil das ist nämlich die Basis für das Berufungsgericht, über diese zu entscheiden, nämlich die schriftliche Ausfertigung und das erstinstanzliche Urteil damit, dann erst wird man die Chancen besser abschätzen können, also wenn es das schriftliche Urteil gibt. So, wenn ich also jetzt nur mal von der öffentlichen Urteilsverkündung ausgehe und die Begründung zu analysieren versuche, die es da gab, da gibt es einige viele Fragezeichen. Ich denke mir, das ist jedenfalls eine Aufgabe für das Berufungsgericht, die dieses nicht leicht sich machen wird und die nicht in einem Tag oder auch nur in einer Woche vom Berufungssenat entschieden werden wird können. Warum? Nicht nur wegen der Prominenz des Falles, sondern auch wegen der sehr ungewöhnlichen Rahmenumstände, die dieses Urteil prägen. Auf den allerersten Blick denke ich mir, dass die Feststellungen dieses Urteils widersprüchlich erscheinen könnten. Es ist schwierig zu verstehen, aber vielleicht besser zu verstehen, wenn man es gelesen hat. Es ist schwierig zu verstehen, wie diese 2 Teile des Urteils, nämlich die Freisprechenden und die Schuldigsprechenden, so wirklich zusammenpassen. Es ist nicht ganz einfach zu begreifen, warum für einen großen Sachverhaltskomplex, den größten und den entscheidenden für ihn, der Herr Schmidt, den Vorstellungen des Thomas Schmidt offensichtlich nicht gefolgt wird, beziehungsweise nicht davon ausgegangen wird, dass Kurz hier falsch ausgesagt hat, was seine Rolle im... Hallo? Kurz nur für die Zuseher, die das vielleicht juristisch nicht so ganz verfolgt haben. Es ging um 3, quasi die Staatsanwaltschaft der WKStA wollte ihn in 3 Fällen schuldig sprechen. Da ging es um die Vorstandsbestellung, also um den Job von Thomas Schmidt-Öberg. Es ging um einen Sachverhalt zwischen Schmidt und Schiefer und es ging um die Aufsichtsratbestellung und nur bei der Aufsichtsratbestellung wurde Kurz schuldig gesprochen. Genau. Und jetzt muss man halt versuchen, diese 3 Teile des Urteils gesamthaft zu sehen und zu verstehen, wie da die Beweiswürdigung aussah. Aber es geht ja nicht um die Beweiswürdigung, sondern es geht ja auch um die Frage, was wurde Kurz im Untersuchungsausschuss gefragt? Was hat er auf diese Fragen geantwortet?
Und wie urteilt das Gericht über die Glaubwürdigkeit von ihm, von dem Belastungszeugen Schmidt und von den anderen Beweis und über die anderen Beweismittel? Das ist die Aufgabe des Gerichtes. Und da gibt es, glaube ich, eine gewisse Herausforderung für das Berufungsgericht, die darin bestehen wird, die drei Teile des Urteils gemeinsam zu lesen und auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes im Zweifel für den Beschuldigten zu sehen, was dann überbleibt von diesem Urteil. Das ist der eine Aspekt. Der nächste Aspekt ist, dass hier etwas Ungewöhnliches passiert ist. Die Schuldsprüche scheinen an der Latte gemessen zu werden, der Frage nicht, was Kurz aus Falsches ausgesagt hat, sondern an der Latte dessen, was er hätte sagen sollen, also was er zu sagen unterlassen hat. Ich erspare jetzt dem Zuschauer die sehr schwierige Fragen rund um solche Unterlassungsthemen, aber Faktum ist, das ist schon ziemlich neu. Und es belastet auch sehr, sehr stark die Verhaltensweisen wahrscheinlich künftiger Zeugen vor den Untersuchungsausschüssen, weil man muss ja dann in jeder Situation als Zeuge sich überlegen, was soll ich jetzt proaktiv noch zusätzlich sagen, damit ich nachher kein Verfahren habe. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist wieder ein eigenes Thema. Passen diese Schuldsprüche oder passen die 9 Monate bedingt zu diesen zwei Schuldsprüchen? 8 Monate, nicht 9. Sorry, 8 Monate. Ja, passen die 8 Monate zu den Schuldsprüchen? Und das glaube ich, da kann schon ein Berufungsgericht das auch anders sehen. Also die Aufgabe eines Berufungsgerichtes in dieser Causa ist nicht ganz einfach. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wären Sie der Anwalt von Sebastian Kurz in einem Berufungsverfahren, würden Sie einerseits auf diese Diskrepanz gehen, warum glaubt man Thomas Schmidt in einem Fall und in den zwei anderen weniger, und außerdem dieses Vollständigkeitsprinzip, dass Sebastian Kurz Falschaussage darauf fußen würde, dass er nicht vollständig ausgesagt hat. Einer der mehreren Linien, die man in einer Berufung sicherlich ausführen wird. Was könnte man noch ausführen? Anwälte können und müssen immer ausführen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die nach Vorliegen des Urteils können wir gern wieder plaudern. Da fällt, glaube ich, dann vor allem mir und natürlich auch den ausgezeichneten Kollegen, die Sebastian Kurz vertreten, sicherlich viel ein. Aber es gibt natürlich dahinter stehen ja auch große Fragen insofern auch des demokratischen parlamentarischen Systems, nämlich das Funktionieren dieses ganz wichtigen Instruments des Untersuchungsausschusses. Wie geht man damit, wie soll Politik damit umgehen? Wie stärkt man meiner Meinung nach die parlamentarischen Kontrollrechte, auch durch Untersuchungsausschüsse? Aber wie geht man dann mit den schwierigen Aufgaben, die sich aus diesen Urteilen vielleicht ergeben, aus der Perspektive von Zeugen um? Also das ist schon sehr, das macht das Instrument schon sehr, sehr kompliziert als Kontrollinstrument. Und ich glaube, das sollte man auch, also die jetzt nicht die juristische Diskussion, aber die dann anschließende politische Diskussion, muss sich auch mit diesen Fragen beschäftigen. Weil dann zum Beispiel ein Rechtsberater einem Zeugen eher raten würde, zu sagen, im Zweifelsfall, ich kann mich nicht erinnern. Naja, das kann ich so nicht sagen, weil das wäre ja dann vielleicht eine Anstiftung zur falschen Zeugenaussage, also das würde ich nie sagen. Aber nein, aber was man natürlich sich sehr genau überlegen muss, und das ist schon sozusagen aus dem vielleicht noch nicht ganz geschriebenen Handbuch für Untersuchungsausschüsse, das wäre da aufzunehmen, man muss schon sehr gut sich vorbereiten. Man soll nichts sagen, was man nicht wirklich weiß. Und man muss, wenn man unsicher ist, was ja sehr berechtigt ist, wenn man über Sachverhalte gefragt wird, die viele Jahre zurückliegen,
dann muss man halt bei der Aussage das auch so sagen, dass man sichere Aussagen von solchen unterscheidet, wo man Annahmen trifft. Also, aber das ist jetzt nur ein kleines Kapitelchen aus dem Handbuch für Untersuchungsausschüsse. Jetzt gibt es ja nach dem Urteil auch einen gewissen Wirbel und in dem Fall geht es um den Richter, der Sebastian Kurz verurteilt hat, weil am Anfang des Prozesses hatten ja die Anwälte von Sebastian Kurz einen Befangenheitsantrag gestellt, weil sie dem Richter vorgeworfen hatten, dass es Ermittlungen gegen ihn gegeben habe wegen Geheimnisverrat an Peter Pilz und die wollten ein Naheverhältnis zu Peter Pilz quasi geortet sehen. Jetzt hat das der Richter quasi abgelehnt und hat sich selbst für nicht befangen erklärt. Das sieht das Gesetz auch so vor, dass er das selbst entscheidet. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass in einer anderen Causa, das muss man extra dazu sagen, da geht es um den Eurofighter-Urschuss aus 2018, es ein disziplinarrechtliches Verfahren gegen den Richter gegeben hat, wo er tatsächlich auch wegen Geheimnisverrat, weil er Peter Pilz eine Information gegeben hat, die er nicht hätte geben sollen, verurteilt wurde. Und diese Verurteilung wurde ungewöhnlich spät eingemeldet und ist damit, also erst am Montag nach dem Urteil und da stellt vor allem die ÖVP jetzt sehr viele Fragen. Ist das ungewöhnlich? Na schon. Also gut ausschauen tut es nicht. Ne? Und schlau, glaube ich, war die Verhaltensweise des Richters nicht. Ich behaupte nicht, weil ich das nicht geprüft habe, dass er rechtswidrig gehandelt hat. Müsste man sich ansehen. Aber ja, geschickt war es nicht. Ich möchte nur hinzufügen, ich halte das System unserer Strafprozessordnung, das bei Befangenheitsanträgen, als befangen vom Beschuldigten betrachtete Richter wirksam für das ganze Verfahren selber entscheidet, ob er befangen ist oder nicht und dass das erst dann nachher mit dem Rechtsmittel gerügt werden kann, für keine glückliche Lösung. Ich glaube, dass die Unbefangenheit eines Richters eine so fundamentale Basis eines rechtsstaatlichen Gerichtsverfahrens ist, dass es Möglichkeiten geben muss, die es ja auch in anderen Ländern ja auch gibt. Es muss möglich sein, dass man ein wirksames Rechtsmittel hat zur Frage befangen oder nicht als Beschuldigter und dass jemand darüber zu entscheiden hat, der nicht der Befangene selber ist. Das ist keine gute Lösung. Es wirkt laienhaft gesprochen tatsächlich eher skurril, wenn man selber entscheidet, ob man befangen ist oder nicht. Zum Abschluss noch diese Befangenheitswertung, also ist er befangen, ist er nicht befangen, dürfte auch etwas sein, mit dem die Verteidigung von Sebastian Kurz auch in die Berufung gehen möchte. Vergrößert das die Chancen der Verteidigung, diese Vorgangsweise rund um Transparenz machen oder quasi vollständig erklären, was gegen einen vorliegt? Also ich glaube, dass das ein wichtiges Element eines Rechtsmittels sein muss. Natürlich, ohne jetzt damit auszusagen, ob das erfolgreich sein wird. Aber ja, das ist ein Punkt, den man vortragen muss. Wäre ein schwerer Fehler, anwaltlicher Fehler, das nicht zu machen. Natürlich. Gut, dann Gabi Lanski, wir werden uns sicher noch darüber unterhalten, vor allem auch, wenn es die schriftliche Ausfertigung dieses Urteils gibt. Ich weiß, sämtliche Anwälte warten darauf, weil dann kann man mehr dazu sagen. Gabi Lanski, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.